bin Max, ich bin selbst Säbelfechter. Ich bin selber gerade in der Olympia-Quali. Das werden dann hoffentlich meine dritten Spiele in Tokio. Die Quali geht jetzt bald los und gleichzeitig bin ich noch Athletenvertreter, also ich bin engagiert. Wir haben einen Verein gegründet, Athleten Deutschland, dem sitze ich vor. Ich versuche in Deutschland die Bedingungen für die Sportler zu verbessern. Hau rein, viel Erfolg. Schön, dich kennenzulernen. Und ich bin auch gefreut. Ja, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Das ist natürlich was, was meiner Sportart irgendwie so abgeht. Die Verbindung zur Natur, also draußen zu sein, auf dem Wasser zu sein. Da bin ich im Sommer neidisch. Jetzt gerade weiß ich nicht, ob ich da irgendwie in die Nähe des Wassers kommen wollte. Das ist jetzt natürlich langsam die heiße Phase, ja. Das geht jetzt bald um die Brust. Für mich war das eben besonders intensiv vor London. Also vor meinen ersten Olympischen Spielen, da habe ich wirklich 3 Jahre lang auch mich vor allem aufs Fechten konzentriert. Und da bei den letzten Wettkämpfen, puh, da war ich richtig aufgeregt und so froh nachher, als ich es dann geschafft habe und dass ich dann mit dabei sein konnte. Und jetzt bin ich in meiner dritten Olympiade und das Training ist natürlich immer noch hart und die Aufregung groß, aber die Anspannung vielleicht nicht mehr ganz so wie beim ersten Mal. Es ist für uns alle natürlich das Event, auf das alle lange hintrainieren, wo auch viele zuschauen. Also vor allem bei den Olympischen Spielen in London waren dann, glaube ich, 7000 Leute in der Halle. Das war ein Wahnsinnsgefühl. Und dann, das ist ja noch eine Besonderheit bei Olympia, sind dann die Ruderer, die Boxer, alle irgendwie in einem Dorf zusammen. Das ist schon ein tolles Erlebnis. Viel Erfolg!